Liebe Zuschauer, ist der Dollar so stark oder der Euro zu schwach? Und wie verhält sich eigentlich der Dollar zu anderen Währungen in dieser Welt? Janet Yellen hat ja zumindest jetzt mal kurzfristig die Märkte überrascht mit ihrem FED-Protokoll und doch eine Zinsanhebung latent in Aussicht gestellt. Wie gehen die Märkte damit um? Wie geht der Dollar damit um? Und was können Sie als Anleger daraus machen? Das klären wir in Zertifikate aktuell mit Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Schönen guten Tag, Frau Erd. Herr Hüppe, ja, die Frage, die wir uns stellen, ist der Dollar zu stark oder der Euro nur zu schwach? Oder muss man vielleicht anders fragen, ist der Dollar sehr stark, aber es sind ganz viele andere Währungen zu schwach, oder? Ja, das ist genau die Frage. Also ich meine, wir betrachten ja eigentlich hier im Euroraum immer nur Euro-US-Dollar und dann sagen wir, naja, der Euro ist schwach oder der Dollar ist stärker, aber ist das denn jetzt wirklich so? Also ist, wenn der Dollar stärker wird, ist eine Schwäche des Euros oder ist es eine Stärke des Dollars? Und dafür, wenn man jetzt den größeren Blick hat, gibt es den sogenannten US-Dollar-Index. Und das ist vielleicht mal ganz interessant, um sich wirklich dann die relative Stärke, sage ich mal, des Dollars gegenüber den meisten oder den meistgehandelten Währungen weltweit zu sehen. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil wenn wir uns das hier mal anschauen, hier haben wir den langfristig betrachtet. Genau, den US-Dollar-Index wirklich sehr langfristig, über 20 Jahre. Wir kommen irgendwo aus Niveaus, da waren wir schon mal bei 120, waren aber auch schon bei 70. Vielleicht ganz kurz, ein hoher Wert heißt ein fester Dollar und ein niedriger Wert heißt sozusagen ein schwacher Dollar gegenüber dem Währungskorb. Vielleicht auch mal kurz erklärt, wie ist dieser Währungskorb aufgebaut. Zu 60% ist es der Euro. Ja. Klar, das ist so die zweitgrößte. Dann kommt das Yen, dann kommt das britische Pfund, jeweils so zu 14%. Dann haben wir noch die Schweizer Franken, die schwedische Krone und den Kanadollar. Kanadollar. So, jetzt genau. haben wir alle zusammen. Ja. Also natürlich, das Großgewicht ist der Euro in diesem Fall. Aber, und das ist vielleicht ganz interessant, man sieht schon, wir haben hier eine starke Erholung gesehen vom Dollar, also irgendwie von Niveaus von 80 bis hoch. Das haben wir dann wieder mal die 100 gesehen. Das waren Niveaus, die wir sonst 10 Jahre vorher nicht mehr gesehen hatten. Also der US-Dollar gegenüber dem Währungskorb hat er sehr stark an Stärke gewonnen. Und was ganz interessant ist, und ich versuche es hier noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, wir haben jetzt hier eine Range. Unten sind wir bei den 93, oben so irgendwie bei 100, ein bisschen über die 100. In dieser Range und hier gerade bei den 93 haben wir ein sehr starkes Widerstandsbündel. Also das ist so ein bisschen die Trading Range, in der wir uns bewegen. Und aus der technischen Sicht kann man sagen, es ist sehr unwahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit, aus die 93 nach unten zu gehen, ist relativ gering. Also hier sind sehr viele Widerstände zu sehen. Das ist so ein bisschen den Boden, den der US-Dollar-Index gebildet hat und auch vielleicht für die Stärke des US-Dollar spricht. Okay. Nun haben wir einen starken Dollar, aber die Analysten sind sich ja weitgehend unschlüssig, ob er weiter aufwertet oder gar abwertet. Janet Yellen hat jetzt die Märkte überrascht. Bisher war die Frage 0 oder eine Zinsanhebung in diesem Jahr. Jetzt ist die Frage 0, 1 oder 2. Ist nur noch das Wann die Frage oder auch das Ob? Naja, also das Wann, jetzt haben wir ja die Überraschung gehabt, ob es vielleicht schon im Juni kommt. Also da sieht man ja auch, es gibt dann diese Prognosen, diese Wertungen. Da waren wir erst bei 7% der Marktteilnehmer erwarteten diesen Zinsschritt im Juni. Jetzt sind wir schon bei 30% nach dem Protokoll. Aber das Gros, also 50%, geht davon aus, es ist im Juli. Aber man sieht auch 50%, also 50-50. Da haben wir diesen einen Zinsschritt, dann sagen viele noch, ja, es wird erst nach dem Wahlkampf in den USA den nächsten Zinsschritt geben. Das wäre dann eigentlich erst wieder im Dezember der Fall. Das heißt, da haben wir sozusagen ein Spiel zwischen 1 und 2 Zinsschritte. Aber die Tatsache mit 50%, jetzt sage ich mal, beim Juli, zeigt schon, also es ist ein Wabonspiel. Es ist jetzt alles andere als sicher, dass wir diesen einen Schritt schon allein im Juli jetzt sehen werden. Nicht mal der ist ja so richtig eingepreist, von einem zweiten Zinsschritt mal ganz zu schweigen. Würden denn weitere Zinsschritte den Dollar jetzt weiter aufwerten lassen und wirklich auch mehr Investoren dann in diesen Währungsraum drücken, sodass auch der US-Dollar-Index eine weitere Chance hat zu steigen? Ja, also natürlich, wenn es einen Zins gibt und das gerade wir im Euroraum, also ich meine, die Amerikaner können glücklich sein, dort gibt es noch Zinsen. Also wir sprechen ja schon in der Regel im institutionellen Bereich von negativen Zinsen. Also dort muss man Geld zahlen, um es zu parken. In Amerika kriegt man noch Geld dafür, dass man es parkt. Also da sind wir schon meilenweit voneinander entfernt. Und klar ist natürlich, je weiter es gehen würde, also je attraktiver die Währung ist von ihrem Coupon her, desto eher geht natürlich Geld dahin. Und dann bedeutet es Nachfrage und würde
grundsätzlich für einen stärkeren Dollar sprechen. Aber, und das ist das ganz Wichtige, der Zinsschritt in den USA kann natürlich nur getätigt werden, wenn auch die Wirtschaft robust ist. Also wir haben zum einen das Thema Inflationsziele natürlich. Es muss ein bisschen Inflation da sein, das ist ganz wichtig. Und zum anderen, passt gerade. Ja, das passt gerade. Das ist so ein bisschen das Feuer, was wir gerade haben. Und natürlich die Wirtschaft insgesamt, das Wachstum muss da sein. Also ein Zinsschritt in einem Szenario, wo die Wirtschaft nicht wächst, ist natürlich eher negativ. Das würde der Wirtschaft noch stärker schaden. Also da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dass man natürlich sagen muss, die Umstände drumherum, und wir erinnern uns, letztes Jahr hatten wir, alle sind vom Zinsschritt ausgegangen, dann kam plötzlich China um die Ecke und da war das Thema Zinsschritt ganz schnell von der Agenda. Also das Umfeld muss auch betrachtet werden. Also da ist es wirklich vielleicht ein paar Tage vorher kann immer noch eine Entscheidung dazu führen oder irgendein Ereignis dazu führen, dass ein Zinsschritt dann vielleicht doch wieder verschoben wird. Da stehen viele Ereignisse an. Wenn jetzt die Fed selbst im Juni die Füße stillhalten sollte, allein das Reden über oder das Nachdenken über die Zinsen bewegt ja schon die Märkte. Wie können sich da Anleger denn da überhaupt positionieren oder da mitschwimmen, wenn sie selber sagen, das ist jetzt im Moment so ein Wabonk-Spiel? Ja, also vielleicht jetzt, da gehen wir weiter und da sehen wir wenn wir jetzt von Anlegern oder auch von den Tradern sprechen, weil ganz ehrlich, in Währungskorben, sind die Trader unterwegs, also wohl dem, der irgendwie ein US-Dollar-Konto hat, der profitiert vielleicht in gewissem Maß davon, aber wirklich, dass man da starke Bewegungen spielt, muss man natürlich mit Hebelprodukten machen. Und da sieht man schon, und das können wir uns vielleicht auch mal anschauen, wenn wir uns das Verhältnis Euro-US-Dollar ansehen, dann wird doch wieder das Thema Euro-US-Dollar auch gespielt. Und das ist vielleicht jetzt mal der Jahreschart. Und da sehen wir, da ist ja Bewegung drin. Also von 1,16 in der Spitze bis 1,06, 10 Cent in einem Jahr. Das macht schon eine Menge aus. Also hier fühlen sich Trader natürlich wohl. Und was vielleicht ganz interessant ist, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen auf die Thematik. Wir haben hier diesen Aufwärtstrend gehabt. Ich versuche es jetzt mal so allgemein mit diesem einen Ausreißer. Aber wir hatten jetzt hier unter die 1,13 hatten wir auch wieder so ein, sind wir aus diesem Kanal so ein bisschen rausgelaufen, was auch wieder ein bisschen Feuer für die Bären bedeutet. Also sehen auch, dass sich mehr wieder short positioniert haben, also auf einen festeren Dollar setzen. Und zum anderen, wir erinnern uns bei 3,93, dieses Widerstandsbündel, was wir hatten, das entspricht in etwa hier diesen 1,15. Und das sehen wir auch, da haben wir auch so ein Widerstandsbündel. Also hier oben wird es ziemlich schwierig, da rauszugehen aus technischer Sicht. Das spricht alles in allem dafür, dass eher doch jetzt die Bären die übernehmen und dass der Dollar doch eher stärker gegenüber dem Euro wird. Und das sehen wir auch in der Positionierung der Trader. Okay, Positionierung der Trader, aber Sie haben trotzdem produktseitig, ich nehme es mal vorweg, Kurs und Put mitgebracht. Und zwar ein Produkt, was wir relativ selten besprechen, nämlich zum Beispiel jetzt einen Power-Optionsschein. Schauen wir uns mal den Call an. Stellt sich natürlich jetzt erstes die Frage, was ist jetzt der Unterschied von einem Power-Optionsschein zu einem Turbo? Ja, ein Power-Optionsschein funktioniert grundsätzlich ähnlich wie ein klassischer Optionsschein. Also mit dem Turbo sollte man es nicht vergleichen. Es gibt jetzt keinen Knockout. In diesem Fall, machen wir es mal bei dem Call ein bisschen ausgiebiger. Wir haben Basispreis von 1,10 und alles überhalb von 1,10 bedeutet erstmal für mich ein Gewinn. So, das ist wie ein klassischer Optionsschein. Unter 1,10 oder bei 1,10 habe ich einen Totalverlust jetzt am 9.9. als Betrachtungszeit. Das ist wie bei einem klassischen Optionsschein. Genau, beim klassischen Optionsschein auch. Wir haben Bezugsmenge von 1 zu 100. Das heißt, wenn wir beispielsweise bei 1,11 dann enden würden, würden wir 1 Cent, Dollar Cent kriegen mal 100, heißt 1 US-Dollar, dann nochmal umgerechnet Euro. Das wäre der Rückzahlungsbetrag. Das Interessante aber im Power-Optionsschein, man erkennt schon, es gibt hier ein Cap, man kann nur bis 1,14 partizipieren, also nur 4 Cent. Aber jetzt ist es gegenüber einem klassischen Optionsschein nicht so, dass man bei beispielsweise 1,14 dann 4 US-Dollar zurückerhält, sondern den quadrierten inneren Wert. Das heißt, sind wir bei 1,01, nehme ich die 1,11, nehme ich die 1 im Quadrat, bleibt 1. Bei 1,12 die 2 sind wir schon bei 4. Bei 1,13 die 3 sind wir bei 9 und bei 1,14 dann beim höchsten sind wir bei 16 US-Dollar. Man sieht, deswegen dieser Name so ein bisschen Power, das bewegt sich dann ganz schnell nach oben, wo es dann gekappt ist bei 16 US-Dollar. Aber hier kann man natürlich auf eine sehr relativ kleine Range sehr viel, sage ich mal, Bewegung und Momentum erzeugen. Man muss sich vorstellen, wenn wir irgendwo in dem Bereich von 1,14 dann sind zum Ende, hat dieser Schein natürlich eine sehr starke Bewegung. Und dann spielt man vielleicht da drauf und sagt, ja, er wird über 1,14 enden. Ganz klar, bei 1,13 hat man dann schon fast eine Halbierung. Also ein sehr, sage ich mal, ein sehr sensitives Produkt, was man sehr gut beachten muss, wo man sich im Vorfeld auch schlau machen sollte. Aber was natürlich gerade auf diesen engen Bereichen sehr viel, sage ich mal, wenn man auf der richtigen Seite ist, Gewinne erzeugen kann. Das gibt es natürlich auch als Put, das sei der Vollständigkeit noch mit dazu geschrieben, genau, Basispreis.
da 1,18. Ja, vielleicht auch beide, die sind so ein bisschen positioniert. Also einmal hat man die 1,10, das wäre unten so die Unterstützung gewesen, ja. Oben die 1,18, der Widerstand. Der Widerstand, wo wir lange schon dran gelaufen sind und nicht drüber kamen. In dieser Bandbreite, wo man dann einfach für sich entscheiden kann, welche Seite ich dann spiele. Ist dann je nach Bär- oder Bull-Ausrichtung vielleicht mal interessant, sich das Ganze anzugucken, wie es funktioniert. Okay, also sehr spekulativ, ordentliches Risiko, ordentliche Chancen dabei. Jetzt haben wir aber das Ganze noch als Turbo. Was ist dann jetzt hier der Unterschied? Hier ist jetzt erstmal eine Barriere eingezogen statt eines Caps. Genau, hier ist eine Barriere. Also hier haben wir genau die Parität auf der Long-Seite. Wenn wir die Parität erreichen, ist dieser Schein unabhängig von seiner eigentlichen Laufzeit ab diesem Zeitpunkt sogenannt ausgenockt. Das ist dann wertlos, verfällt dann wertlos. Alles darüber bekomme ich als inneren Wert sozusagen die aktuelle Differenz. Also wenn wir bei 1,12 sind beispielsweise, dann haben wir 12 US-Dollar Cent mal 100 heißt 12 US-Dollar. Das heißt, dieser Schein hat jetzt gerade einen Wert von 12 US-Dollar nochmal umgerechnet in Euro. Der Hebel ist mit 9, für viele, die sehr aktiv sind, auf Devisen eher defensiv, weil natürlich die nicht so stark schwanken. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen was nach dem Motto, wo man sagt, naja, wenn es die Parität wieder geht, dann bin ich auf jeden Fall in der falschen Seite. Dann sollte ich vorher schon die Reißleine gezogen haben. Hier lässt sich der innere Wert jederzeit sofort berechnen. Beim Power-Optionsschein sind weitere Faktoren wie Volatilität natürlich und die Laufzeit ganz entscheidend. Hier ist die Laufzeit nur für das Ende des Produktes, aber man kann zu jeder Zeit, sag ich mal, den inneren Wert direkt ermitteln. Okay, das Ganze gibt es auch als Put-Optionsschein. Hier ist der Hebel sehr viel höher. Genau, also hier haben wir in dem Beispiel einfach auch die 1,18 gewählt, weil es da oben dieser Widerstand war, wo man sagt, okay, wenn es vorher schon die 1,15, also bei 1,15 müssten schon viele Alarmglocken geben, da muss man sagen, okay, dann scheint doch eine Schwäche des Dollars zu sein, der Euro hat sich da durchgekämpft, viele Warnsignale, wo man dann sagen müsste, jetzt sind vielleicht dann doch wieder die Euro-Bullen am Werk, also jetzt wird der Euro vielleicht dann noch stärker, die Dollar-Bullen, jetzt wird es noch stärker sein, also hier sollte man an der Stelle natürlich dann sozusagen aufpassen. Ganz vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, es ist nicht nur eine Euro-Schwäche und eine Dollar-Stärke, sondern der Dollar erweist sich als stark zu ganz vielen anderen Währungen in dieser Welt. Wir haben es zusammengefasst im US-Dollar-Index. Es ist schwieriger, jetzt auf Währungsseite zu spekulieren. Vor allem für Trader ist das ein optimales Umfeld. Dennoch ist es ein Wabonspiel, denn bisher war die Frage 0 oder 1 Zinsschritt. Jetzt ist die Frage 0, 1 oder vielleicht sogar 2. Wir werden börsentäglich darüber berichten, wie Sie sich aber beim Währungspaar Euro-Dollar positionieren können, zum Beispiel mit Power-Optionsschein oder mit Turbo-Optionsschein. Das fassen wir gerne nochmal für Sie zusammen. Dankeschön fürs Zuschauen.